Ja, genau. Ihr wisst, ich habe einen Taschensplin. Und ich habe eine neue Tasche, um genauer zu sein, einen neuen Rucksack. Wurde ja auch mal Zeit. Den letzten habe ich ja erst vor circa 2 Jahren gekauft. Diesen neuen Rucksack stelle ich euch jetzt nach dem Intro vor. Fotoverpackungskünstler und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und hier ist das gute Stück der Peak Design Everyday Backpack 30 Liter V2, also Version 2. Da ist das gute Stück und eins vorab, ich habe mir größer vorgestellt. Denn wenn ihr diesen Kanal aufmerksam verfolgt, kennt ihr noch meinen alten Rucksack. Und zwar ist das der Manfrotto 3N136. Hier haben wir jetzt einen 30 Liter Inhalt, hier haben wir einen 36 Liter Inhalt. Und ihr seht, der Peak Design ist schon etwas schmaler als der Manfrotto. Warum habe ich mir jetzt einen neuen Rucksack gekauft? Nun ja, zum einen, ich wollte etwas haben, was ein bisschen schmaler ist, weil ich hatte ein bisschen das Problem mit dem Manfrotto Rucksack, dass ich den in manche Handgepäckfächer im Flugzeug nicht reinbekommen habe. Speziell, wenn ich mit so Cityfliegern geflogen bin, da musste ich den dann schon mal unter den Sitz schieben, was auch schwer war. Und dann hatte ich bei 1,85 Meter, die ich nun mal groß bin, nicht mehr wirklich viel Platz für meine Beine. Zudem kam einfach, dass der so dick ist, dass der hinten, ich kann ja mal aufsetzen, dass der einen hinten wirklich so ein Stück weiter runterzieht, weil der Schwerpunkt einfach weiter nach hinten liegt. Dann hatte ich mir den damals gekauft. Ja, ich lege den mal hin. Der fällt natürlich auch schneller um, weil er so schmal ist. Dann hatte ich mir den Manfrotto damals gekauft, weil ich meine Phantom 4 Drohne transportieren wollte. Und die passte hier super rein. Die habe ich sogar im Handgepäck mitgenommen. Das ging fantastisch. Man kann die Divider dann halt so aufteilen, dass man die Phantom 4 Drohne mit dem Controller, zwei Kameras und ich glaube 5 Objektive hatte ich dann auch noch mit reinkriegte. Zum Schluss hatte ich jetzt nur noch die Mavic Air und ich hatte eigentlich meistens ganz schön viel Platz über. Deswegen stellen wir den jetzt zur Seite. Den möchte ich gerne verkaufen. Wenn ihn jemand haben möchte, meldet euch gerne. Kontaktdaten findet ihr in der Kanalinfo. Schaut einfach, schreibt mich einfach an. Wie bin ich jetzt auf den Peak Design gekommen? Nun ja, Peak Design ist nun eine Firma, die es geschafft hat, aus ihren Produkten schon innerhalb kürzester Zeit eine Art Kult zu machen. Es ist die mittlerweile erfolgreichste Firma, wenn es um Crowdfunding geht, mit allen Produkten, angefangen beim Capture Clip, über diese ganzen Gurte und Leash Cuff, bla, irgendwie alles Mögliche, was es gibt, bis hin zu den Taschen und Rucksäcken. Dann hatte ich mir ja letztes Jahr im Sommer, wie ihr gesehen hattet, das Video gemacht, hatte ich mir diesen Everyday Sling gekauft, von dem ich eigentlich auch schon sehr begeistert war und mit dem ich bis heute sehr zufrieden war und wollte mir dann eigentlich auch den Rucksack in diesem Charcoal kaufen. Das ist diese Farbe, Kohle halt übersetzt. Hab davon jetzt aber Abstand genommen. Das ist die V1, die Version 1 und den Rucksack habe ich jetzt in der Version 2. Da war diese Farbe aber nur erhältlich mit Lederapplikationen. Und ich möchte, wie ich schon mal erwähnt habe, einfach keine Lederprodukte mehr kaufen. Also blieb mir nur die schwarze Version. Habe so ein bisschen gedacht, schwarz, naja,
bleibt mir nur die Möglichkeit, habe mir in Schwarz bestellt und muss sagen, ich finde ihn eigentlich sehr schön. Natürlich hätte ich immer noch gerne Charcoal, aber nun habe ich einen schwarzen. Ist auch Kohle, aber eher so Steinkohle oder sowas. Ich möchte euch heute zeigen, wie ich diesen Rucksack gepackt habe, was ich hier alles drin habe, was ich alles rein bekomme und genau, wie ich den aufgeteilt habe. Und was es vielleicht für Neuerungen gibt, wobei ich nun sagen muss, ich kenne den alten nicht. Ich kenne nur die Version 1 dieser Slingtasche, aber nicht die Version 1 dieses Rucksackes. Nichtsdestotrotz habe ich natürlich schon so ein paar Sachen gelesen dazu und da gibt es schon ein paar Dinge, die Peak Design verändert hat. Zum Guten, vielleicht auch für den einen oder anderen ein leichter Rückschritt. Beginnen wir mal bei den Sachen, die gleich geblieben sind. Da hat man natürlich dieses wundervolle Verschlusssystem, wo man zuerst den Hebel hochziehen muss und dann kann man ihn runterziehen und kann das natürlich hier auch stufenweise erweitern, kann hier noch eine Jacke drunter machen oder dieses obere Fach einfach irgendwie mit Krempel voll machen. Ich kann euch jetzt sagen, was ich hier drin habe. Und zwar ist hier mein MacBook-Ladegerät. Dann habe ich hier eine HD-Festplatte, eine SSD habe ich hier drin. Und mein Ladegerät für das iPad. Dann habe ich hier noch ein Festplattenkabel. Dann habe ich hier meinen Blasebalg. Und dann habe ich hier noch meinen Weitwinkelkonverter. Und ich zeige euch jetzt einfach mal, wie ich das Ganze hier aufgeteilt habe. Und zwar sind ja hier immer noch, setzt Peak Design ja immer noch auf diese Origami Flaps bzw. Divider, die ich auch sehr toll finde, die ich auch in der Slingtasche sehr toll fand. Und ich habe hier die beiden Elemente hochgestellt. Dann hat man weiterhin hier und da hat sich ein bisschen was geändert. Und zwar setzt Peak Design mittlerweile sehr stark auf Magnetverschlüsse. Hat man hier so ein kleines Täschchen, was so fast ein kleines Geheimfach ist. Weil wenn man von der Seite drauf guckt, dann sieht man das nicht so ganz. Dann hat man hier so eine kleine Tasche. Da habe ich jetzt hier noch ein paar Aspirin drin, Visitenkarten und noch ein iPhone-Ladegerät, ein Akku für die RX10 und so weiter und so fort. Ein paar andere Tabletten. Und wenn man das einfach hier zuschnappen lässt, flupp, dann hält das per Magnet. Übrigens für die Leute, die noch nicht so einen Rucksack hatten, ich war da auch sehr überrascht, wenn man das hier nicht einhakt dann und einfach hier nur runterfallen lässt, ist das auch magnetisch. Das hält also dann auch, wenn man den Rucksack jetzt hinlegt, dass das hier nicht sofort aufflappt, sondern dass das dann auch hier per Magnet an diesen metallenen Stäben hier quasi haften bleibt. Wir machen hier einfach mal wieder zu. Wie gesagt, ihr könnt hier jetzt, wenn ihr runterzieht, geht es nicht auf. Man muss den erst einmal hier anlupfen, ziehen, öffnen, fertig. Das war aber bei dem alten Rucksack und bei der alten Messenger Bag genau das gleiche System. Dann bleiben wir mal einmal außen. Da hat sich ein bisschen was verändert. Einmal wurde dieser Griff umgesetzt. Der war vorher bei dem alten Rucksack so ein bisschen weiter hinten. Da haben sich wohl einige Leute beschwert, dass wenn die den Rucksack auf dem Rücken hatten, der Griff immer hier hinten im Nacken kitzelte. Und das war ein bisschen doof. Die Reißverschlüsse sind weiterhin relativ wasserdicht. Das war auch bei dieser Version schon so, bei der Version 1. Da war ich ja auch schon sehr zufrieden. Da bin ich auch schon im strömenden Regen mit dieser Tasche rumgelaufen. Was man jetzt hier gemacht hat, gerade bei den großen Reißverschlüssen, dass man hier so kleine wie so Taschen gemacht hat, wo der Reißverschluss dann quasi reingesteckt wird. Der
wird halt ganz hochgezogen, reingesteckt. Genauso hier auf der Seite auch. Und wenn es regnet, dann läuft man halt nicht Gefahr, dass hier an diesen Stellen dann auch Regenwasser reinläuft. Das ist an dieser Seite hier nicht unbedingt notwendig, weil der hängt sowieso runter und dann ist es sowieso dicht. Dieser Griff ist genauso wie bei der Slingtasche jetzt aus einer Art Nylon-Material mit so einem Schaumzeug innen drinne. Genauso wie diese beiden Griffe. Das heißt, ich kann ihn so nehmen, so nehmen, so nehmen oder so nehmen. Und wenn er dann nicht zu schwer ist. Die beiden Außentaschen, die gab es zuvor ja auch schon bei der Version 1. Da passt also eine große Wassertasche rein oder ein Stativ. Ich habe jetzt mal hier nur ein Einbeinstativ. Das wäre vielleicht ein bisschen lang, aber selbst mit dem großen Fuß würde es jetzt reingehen. Dann hat man ja auch noch diese Gurte, die ich euch gleich noch ein bisschen zeige. Und das könnte man dann also auch. Aber Peak Design hat ja auch schon ein eigenes Stativsystem vorgestellt, was ja dann auch bald ausgeliefert werden soll. Und dafür hat man die Größe dieser Taschen wahrscheinlich dann jetzt auch schon berechnet. Was hier unten sofort auffällt, ist, dass hier so ein kleines Löchlein ist. Ihr seht, hier kommt mein Finger schon raus. Und zwar ist das halt dafür da, wenn man den Rucksack so trägt und es regnet, dass hier das Wasser, was hier vielleicht gegebenenfalls reinfließt, dann unten auch wieder abfließen kann und der Rucksack dann auch ein bisschen, also die Taschen ein bisschen belüftet sind und nicht anfangen zu schimmeln. Dann hat man in diesen Taschen, wie zuvor glaube ich auch, hier so ein Schlüsselband. Das ist quasi so ein Gummi. Da ist hier dieser Anker dran, dass ihr euren Schlüssel dran machen könnt, hier auch wieder abmachen könnt und reinklippen. Das sind die gleichen wie für die Kameras. Ich würde hier aber keine Kamera dran machen. Und das ist halt ein Gummiband und das ist natürlich auch sehr schnell durchgeschnitten. Da musste man den Schlüssel, wenn man den hier an die Seite reintut, dann wirklich ganz tief runter. Ich würde es nicht unbedingt machen, also gerade wenn ich in der Stadt unterwegs bin, wäre mir das ein bisschen zu unsicher. Was wir dann weiterhin haben, ist, dass wir hier in beiden Taschen dann nochmal so kleine Gurte haben, die wir jetzt stellen wieder auf, auch zum Beispiel hier befestigen. Das sind die kürzeren, die können wir hier oben befestigen an den kleinen Ösen. Dass wir hier zum Beispiel, sind ein bisschen sehr stramm, aber das muss auch stramm sein, weil es muss halten. Und komm rein her. So. Und dann können wir hier halt hier das hier auch befestigen und können hier halt eine Jacke durchmachen zum Beispiel. Oder wir können zum Beispiel auch die Gurte von hier unten rausnehmen. Da sind auch noch mal zwei. Und dann haben wir zum einen die Möglichkeit, der geht schon raus hier, den stellen. Dass wir den hier unten einklemmen und hier unten ein Stativ durchstecken. Oder dass wir die Gurte etwas länger machen und dann hier an der Seite einklemmen, um hier dann auch noch mal eine Jacke, einen Schlafsack oder irgendwas anderes zu befestigen. Ach so, hier auch wieder schön zu sehen, der Magnet. Auch die Seitentaschen sind mit einem Magneten befestigt und die halten dann schon immer so ein bisschen zu, damit kleinere Sachen nicht einfach rausfallen. So, das hier unten wieder drin. Und damit das auch nicht rausrutscht, ist auch hier unten ein Magnet, wie ihr seht. Zack, da schlappt das zu. Gehen wir auf die Rückseite einmal, denn auch bei den Gurten hat sich ein bisschen was getan. Und zwar hat man hier auch wieder Magnet verbaut. Wie sollte es auch anders sein? Damit die Gurte hier schön an dem Rucksack festhalten. Das heißt, auch wenn ich den einmal so mache, ihr seht, die Gurte lösen sich halt nicht von dem Rucksack. Das ist auch ganz gut, wenn ich den auf den Koffer stecke, weil auch das ist möglich, dass ich, wenn ich einen Rollkoffer habe, den auf den Bügel stecke und zwar hier durch, dann wird er quasi so drauf gesteckt.
auf den Rollkoffer. Die Rückseite hier seht ihr so ein bisschen, ja, ich weiß, könnt ihr sehen, so leicht geriffelt ist es hier. Und das ist, dass das hier schön durchlüftet ist. Hier sitzen übrigens die Magnete drin. Die spürt ihr aber gar nicht am Rücken. Ich habe es auf jeden Fall noch nicht gemerkt. Okay, ich bin jetzt natürlich auch mal mit einem dicken Mantel rumgelaufen, die letzten Wochen bzw. Tage, seit ich den habe. Aber das ist auch sehr gut gepolstert, sehr weich, sehr bequem. Und das wirkt alles sehr, sehr, sehr gut verarbeitet. Okay, hier kommt ein kleiner Faden raus, aber den würde ich dann vielleicht mal demnächst abschneiden. Auch hier sehen wir wieder, habe ich die Möglichkeit, dann einen Gurt noch zu befestigen. Ja, das ist das, was mir so ein bisschen fehlt, der Beckengurt. Den hat dieser Rucksack jetzt nicht. Es gibt einen anderen Foto-YouTuber, der sagt, er mag die Beckengurte gar nicht. Er schneidet die immer sofort ab, weil er das nicht mag. Ich mag das immer sehr gerne, wenn ich das hier nochmal befestigen kann, weil das entlastet die Schultern dann natürlich, dass das Gewicht ein bisschen mehr hier auf dem Becken liegt, finde ich persönlich schöner. Hier haben wir das altbewährte, dass es hier aufgehängt ist, quasi mit so einem Gelenk, dass ich das also wirklich frei bewegen kann. Und die Gurte sitzen sehr eng. Ich setze den Rucksack mal auf, bevor wir dann schauen, was drin ist. Ich setze den mal auf und der sitzt sehr kompakt auf dem Rücken. Ist halt relativ flach auf dem Rücken und der sitzt sehr kompakt. Es wird also wirklich schon auch so ein bisschen mit dem unteren Rückenbereich hier abgestützt. Da ist es vielleicht gar nicht so schlimm, dass ich den Beckengurt nicht habe. Schöner wäre es natürlich doch schon, wenn er da wäre. Und ich habe dafür aber die Möglichkeit, hier oben loszunehmen und dann mir hier reinzustecken. Okay, vergesst das, was ich gesagt habe. Und hier so ein bisschen stramm zu ziehen. Dann wird er hier auch so ein bisschen von eurer Brust gestützt. Das kann man hier, hat man mehrere Stufen. Das ist die untere. Ich habe hier eine mittlere und eine obere. Und eine ganz obere gibt es hier auch noch. Das sitzt eigentlich sehr, sehr gut. Ich finde das jetzt ein bisschen zu stramm. Ich löse das hier noch mal so ein bisschen, sonst drückt es mir hier zu sehr auf den Brustmuskel drauf. Und das ist dann doch schon ein bisschen unangenehm. Aber so, finde ich, sitzt das eigentlich ganz gut. Und ich mag das eigentlich ganz gerne. Was mich ein bisschen stört, dass hier die Enden einfach so runterhängen. Da hätte man auch noch ein bisschen was Schöneres machen können, dass man die irgendwo reinstecken kann oder dass die wie hier so Gummis ringsrum haben, wo man die denn teilen kann, dass die halt hier nicht so in der Gegend rumhängen. Ihr seht das hier, ist das halt so, dass, dann liegen die an, dann kann man die falten und dieser Rucksack kostet gut 300 Euro. Was kostet so ein Gummi? So, jetzt muss ich den hier erstmal wieder rauskriegen mit dem Haken. Dann steckt man den hier wieder rein. Okay, hätte man vielleicht auch eine Lösung nehmen können, dass man hier diese, wie heißen die, diese Clip-Dinger, aber das ist nicht Peak Designs Sache, glaube ich. Dann kommen wir einmal zu der Innenseite. Was ich oben drin habe, habe ich euch ja schon gezeigt. Dann könnt ihr den Rucksack natürlich, wenn ihr den jetzt abnehmt und habt den so vor dem Bauch, dann würde ich den hier vielleicht noch so ein bisschen länger machen. Dann macht ihr den auf und habt hier die Möglichkeit, habt Zugriff direkt auf euer Fach, auf euer Seitenfach. Ich habe jetzt hier von der einen Seite, ich nehme jetzt aber mal runter, zack, mache mir schön die Gurte hier mit den Magneten fest. Das ist wirklich eine ganz, ganz schöne Sache und da habe ich mich auch schon wirklich sehr, sehr gut dran gewöhnt. Ich habe jetzt auf dieser Seite, ihr seht hier, das ist das, wo ich auch vom oberen Fach dran komme, wo ich hier meinen Blasebalg und mein Netzteil vom iPad drin habe. Dann habe ich hier eine A9 mit einem angesetzten 35 mm 1,4, was ja ein relativ großes Objektiv ist. Dann habe ich hier drunter die A7 III mit einem angesetzten 55 1,8, aber da würde auch das 85 1,8 reinpassen. Wenn ihr ein 85 1,4 habt, okay, obwohl es müsste eigentlich auch gehen, obwohl zwei so große Objektive untereinander, würde ich vielleicht nicht unbedingt machen. Dann habe ich, bevor ich auf die Innenfächer komme, habe ich auf der anderen Seite, wenn ich hier aufmache,
Na, geh auf hier, so, zack. Habe ich hier noch das 28 mm und hier ist das 85 mm 1,8 drin. Hier ist noch mein Weitwinkelkonverter, mein 21 mm Konverter. Und ach ja, ich habe hier auf der einen Seite dann hier seht ihr schon den Controller für meine Mavic Air. Und auf dieser Seite hier habe ich die Mavic Air. Die passt also komplett hier unten rein. Und das ist eigentlich inklusive der Hülle hier. Und das ist eigentlich auch sehr, sehr gut gepolstert. Dann habe ich von einigen Leuten schon gelesen bzw. gehört, dass die halt bemängeln, dass diese Seitenklappe den nicht weit genug aufgeht. Ich weiß mittlerweile, warum die nicht ganz aufgeht, weil das habe ich eigentlich schon ziemlich früh gemerkt, weil wenn ich diese Seite aufmache, dann seht ihr, was hier schon passiert mit dem Objektiv, dass fällt nämlich so leicht raus. Man sollte das vielleicht auch so reinmachen, aber auch dann, wenn das so ein bisschen schon ganz am Rand liegt, dann rollt das halt einfach raus. Und da ist es ganz gut, dass diese Klappe nicht ganz aufgeht. So, dann bleiben wir auf dieser Seite dann gleich schon mal. Da habe ich in der oberen Tasche habe ich einmal hier mein Täschchen für meine Mikrofone und mein Osmo Pocket. Und auch diese Tasche geht hier wieder mit einem Magneten zu. Ich weiß nicht, seht ihr es hier? Zack. Ja, ich weiß nicht ganz, was ich davon halten soll. Peak Design hat bei den alten Versionen, ja bei allen Rucksäcken und Taschen, also gerade bei den Rucksäcken, hier einen großen Reißverschluss gehabt, ähnlich der Sling. Da war es ja nun auch so, dass wir hier quasi einen großen Reißverschluss haben und hier dann eine große Tasche und hier dann noch die für die kleinen Täschchen für die Akkus. Das hat man jetzt bei dem Everyday Backpack Version 2 geändert. Und zwar hat man hier quasi zwei, hat man nicht mehr eine große Tasche, sondern hat zwei gemacht. Unten eine mit Reißverschluss. Da haben wir hier quasi, ich stelle es mal wieder so ein bisschen auf, damit ihr es sehen könnt, hier zwei wie so kleine Akkutäschchen. Die sind aber für die Sony-Akkus hier so ein bisschen zu kurz, finde ich. Die sind auch nicht mehr bestickt mit Farben, sodass man das sortieren kann nach leeren und nach vollen Akkus. Und ich habe jetzt hier erstmal einmal zwei Akkus drin. Dann habe ich hier meine Mavic ND-Filter und ein Ladegerät für die Sony. Das ist auch wieder hier so eine Sache, da weiß ich auch noch nicht so ganz, wie ich damit umgehen soll, dass ich drehe hier den Rucksack so ein bisschen hin und her und die A9 fällt auf der einen Seite so halb raus. Ist jetzt nicht so schlimm, weil er auf dem Tisch liegt, aber so ganz, tja, weiß ich noch nicht, ob ich auf Dauer mit dem Konzept so klarkomme. Aber ich habe ja auch schon immer gesagt, so eine Tasche oder ein Rucksack ist auch immer irgendwo ein Kompromiss. Ja, A9 wieder drin gesteckt. Auf der Seite habe ich jetzt hier meine Speicherkarten drin, auch wieder hier mit dem Magneten. Und hier habe ich dann nochmal zwei Akkus. Zeige euch das hier nochmal. Und da unten habe ich jetzt eigentlich nur ein Silkagel-Päckchen und eine Münze drin, damit ich meine Stativplatten festziehen kann. Ich bin mir noch nicht ganz schlüssig, was ich von dem Konzept zu halten habe. Ich weiß, dass der alte Rucksack hatte dasselbe Konzept, eigentlich mit den Klappen hier an der Seite, die ich übrigens dann auch von der Seite aufmachen kann. Dann gehen sie unten zumindest etwas weiter auf. Aber in der Regel werdet ihr das Ganze wahrscheinlich immer von oben aufmachen. Ach ja, auch an die Sicherheit hat Peak Design hier wieder etwas gedacht, denn ihr könnt genauso wie bei allen anderen Taschen auch hier dieses Losnehmen von dem kleinen Knöpfchen und dann hier durchstecken und ein bisschen vorsichtig ist das hier und hier wieder festknöpfen, sodass der Dieb zumindest nicht mit einer Hand so schnell euren Rucksack öffnen
kann, sondern dann erstmal gucken muss, ach, ich muss das hier öffnen und hier durchziehen. Und bis dahin habt ihr es dann hoffentlich schon gemerkt, dass jemand an eurem Rucksack was klauen möchte. Und das geht an dieser Seite, das geht selbstverständlich an dieser Seite und selbstverständlich auch an dieser Seite. Da muss man es dann hier reinmachen, genau. Aber nicht am Laptopfach. Und da kommen wir jetzt auch noch zu guter Letzt zu. Das Laptopfach kann man nicht sichern mit dem Knopf. Dafür hat es auch hier diesen wasserabgedichteten Reißverschluss. Ich mach's mal hier auf. Und hier habe ich dann halt ein 15 Zoll MacBook drin. Das neue 16 Zoll geht auch rein. Ich habe gesehen, ich habe jetzt hier das ältere 15 Zöller noch. Ich habe es neulich verglichen mit dem 16 Zöller. Hat die gleichen Maße, das heißt, das funktioniert auch. Dann habe ich hier vorne noch ein Täschchen. Hier habe ich meine Step-Up-Ringe drin zum Beispiel, hier Hygienetücher noch und noch so ein bisschen was an Kabeln und so weiter und so fort. Dann sind hier noch so zwei Täschchen, die nicht mit einem Magneten verschlossen sind. Oh Wunder, wo ich denn auch noch mal so ein Kabel und so weiter und so fort drin habe. Hier in dem vorderen, vor dem, das ist mit Magnet verschlossen, vor dem Laptop ist noch mal eine Tasche, da habe ich ein iPad drin. Und jetzt kommt Trick 17 mit Selbstüberlistung, denn dieses Fach hier, das geht auch nicht bis ganz unten hin. Das heißt, wenn ihr euren Rucksack mal etwas unsanfter auf den Boden stellt, dann knallt nicht die Kante von eurem Laptop direkt auf den Boden, sondern ist hier unten noch so ein bisschen abgefedert mit dem Stoff. Das hängt so noch 3-4 cm ungefähr in der Luft. Dementsprechend, wenn ihr, das ist auch wieder eine Änderung zu der alten Version. Wenn ihr ein 13 Zoll MacBook gehabt habt oder ein kleineres Notebook von einer anderen Marke, habt es reingesteckt und es ist bis unten durchgerutscht. Und ihr musstet wirklich all the way hier reingreifen und dann das Ding hier rausziehen. Das hat man jetzt anders gelöst. Und zwar seht ihr, habt ihr hier so eine Lasche, die macht ihr ab. Und dann seht ihr schon, ja, ich weiß nicht, kann man sehen, da hat man hier so Einteilungen, 13 Zoll MacBook, 15 Zoll MacBook und dann kann man dieses hier, den Klettverschluss abmachen, diese Lasche hier und macht die ab und klettet die hier oben auf die Linien dran und dann steckt man das 13 Zoll MacBook nicht bis ganz unten durch. Da fällt mir ein, man hat hier vorne noch dann dadurch ein kleines Geheimfach. Apropos Markierung, dazu möchte ich euch jetzt auch gerade noch mal was zeigen. Wenn ich die Divider hier verstellen möchte, das zeige ich euch dann einmal in die obere Kamera rein, dann seht ihr schon, dass wir hier so kleine Markierungen haben und hier in der Mitte ist eine Mittelnaht abgesteppt. Und da müssen wir dann einfach diese kleine Markierung hier auf die Mittelnaht setzen, dann haben wir den Divider direkt auf der Mitte sitzen. Das finde ich irgendwie sehr schön. Auch die Klettverbindung, ich weiß nicht, wie es beim Rucksack war, aber die sehen auf jeden Fall ein bisschen anders aus als bei der Slingtasche. Nochmal so ein bisschen hier mit dem Hartplastik besetzt und ich finde die eigentlich auch ziemlich stabil und stabiler auf jeden Fall als in der Sling. Ich weiß allerdings nicht, wie es beim alten Rucksack war. Und hier haben wir letztlich alles liegen, was in diesem Rucksack jetzt drin war. So ein paar Kleinigkeiten würde man wahrscheinlich noch mehr reinbekommen. Wenn ich jetzt die Mavic Air mit dem Controller nicht drin gehabt hätte, hätte ich vielleicht noch 70-200 reingekriegt. Aber das finde ich ist schon eine ganze Menge und für einen normalen Fototrip absolut ausreichend. Für alles, wo ich mehr brauche, das möchte ich sowieso nicht schleppen. Dafür habe ich meinen Fototrolley. Ja, liebe Leute, sagt mir doch einfach mal, wäre das auch ein Rucksack für euch? Und wenn ja, würdet ihr ihn anders packen? Und wie würdet ihr ihn packen? Schreibt es mir doch einfach mal unten in die Kommentare. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert den Kanal. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und Glöckchen aktivieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi Koloss.